Hallo, da bin ich wieder und gleich mal eine Frage an euch. Ihr könnt euch das jetzt raussuchen. Entweder wir haben eine Fischinsel erschaffen oder ein Fischdorf oder ein Vogeldorf. Ja, also die Form gibt jetzt irgendwie so beides her. Ist mir jetzt mal so aufgefallen. Aber darum geht es ja hier bei uns jetzt nicht, sondern wir wollen ja ein bisschen weiterkommen, ne? Sind wir wieder da. Heute werden wir uns mal ausschließlich um die Ecke da hinten kümmern. Sprich, ich werde ein paar Felder aufzeichnen, schon mal die Felder anlegen und dann den ganzen Hof mal ein bisschen gestalten. Ja, das ist so der Plan von heute. Und dann schauen wir mal, ob es klappt. Na, so wie ich mir das vorstelle. Dann würde ich jetzt mal nämlich sagen, fangen wir ganz einfach mal an und zeichnen mal 5 Felder ein. Oder waren es 6? 6 Felder. Obwohl. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie sich so ergibt. Also wir fangen jetzt mal hier oben mit dem Feld, ersten Feld an. Das setzen wir relativ nah dahin. So. So. Und das schaut relativ gerade aus. So. Hätten wir schon mal eins. Und dann machen wir gleich mal daneben dran das nächste. Das würde ich aber ganz gerne mit ein bisschen schräg setzen, wie ganz so ausschaut. So. Und dann da oben an die Kante gehen. Too long. Ist nicht schlimm. So. Und dann noch eins. Machen wir dann schön so. 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 Das mag er so nicht, okay? Machen wir ein bisschen kleiner. So. Gefällt mir das? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, mir das so gefällt. Nee. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so nicht. Ein bisschen. So. Ja, jetzt. Da würde ich noch ein bisschen Platz lassen, falls wir noch ein paar Dinger brauchen. Also setzen wir das Ganze doch jetzt mal. Ah, ich weiß. Ich weiß. Fangen wir mal hier an, dass es nicht ganz so gerade ausschaut. Ja. So. Vielleicht ein bisschen hoch. Zack. Und. Dann das Ganze nämlich so. Machen wir hier so ein kleines Feld noch hin. So. Too long, jetzt komm. So, und jetzt einmal den Ding drehen. Da ist er richtig. So. Und dann setzen wir uns noch hier so eins hin. Mal gucken. Wo ist jetzt der Eingang? Okay. Na. Ja. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Das würde ich sagen, reicht jetzt erstmal. Macht einen ganz guten schmalen Fuß. So, und dann gehen wir her und sagen, okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Nehmen wir schon das. Da würde ich schon vorschlagen, nehmen wir genau die Reihenfolge wieder. Muss ich jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen in meinem schlauen Buch blättern. Im Büchlein blättern.
Reiner und Blick. Muss doch schon, oder? Da haben wir es schon. Das schaut einigermaßen gut aus. So. Also gut. Machen wir. Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir es nicht. Nicht darüber ziehen. Ja, dann eben nicht. Ja. So. Dann kommt als erstes Buchweizen. Aktivieren, ne? Das muss ich also aktivieren. Dann machen wir das jetzt mal hier ganz schnell. Into all. Hier machen wir dasselbe. Happily to all. So, das bedeutet, dass wir jetzt hier noch einen Manager brauchen. Jetzt kann ich nämlich auch die Felder anlegen. So. Also Buckwheat. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6. So. Also Sonnenblumen. Dann Brach. Doppeln. Potatoes, dann den guten Weizen, Wheat und wieder Brach, okay. Und dann geht's weiter mit. Und jetzt kann. Do, 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 do. So, jetzt aber. Dann geht es weiter mit Sunflower, jetzt wird es relativ einfach. Dann ist Brach, dann ist Kartoffeln. Dann haben wir Wheat. Dann haben wir Brach. Dann haben wir Buckwheat. So, dann wieder eins versetzt. Also sprich Brach. Kartoffeln. Wheat. Brach. Buckwheat. Wheat. Nach dem Buckwheat kamen die Sunflowers. So. Und dann geht das Spiel so weiter. Potatoes, Wheat, Brach, Buckwheat, Sunflowers und Brach. Und hier passt. Buckwheat, Sunflower, Brach und Potatoes. So. Haben wir es doch schon. Da haben wir es doch schon. So, dann setzt man das ganze gute Zeug mal auf aktiv, 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 aktiv. Passt. Ablieferung offen. Okay. Dann würde ich nämlich sagen, holen wir uns mal. Die habe ich ja schon vorbereitet. Wir müssten zwei Ochsen eigentlich am Start haben. Da sind sie. Relocated. Okay, der wird schon rübergeführt und der andere auch. Das ist auch gut. So, dann hätten wir das hier schon mal ein bisschen angeleiert. Weil wir legen auch schon los. Gut. Okay. Dann können wir hier ausschalten. Das hier an die Gestaltung. Und da kommen als allererstes natürlich mein super duper Landwirtschaftsbäumchen. Dürfen ja nicht fehlen. Zack. Da ran. Und da schon welche. Und da war jetzt schon einer. Na gut. Na gut, dann da oben hin. Zack. 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 Tradition bei mir mittlerweile, die Bäume. Mache ich übrigens auch in anderen Spielen. Wenn es die Bäume hergeben. So. Und so. 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 Genau hin. Ja. Genau hin. Waren die alle arm, oder? Dann müssten wir jetzt auch ziemlich alle haben. Hier kommt noch einer hin. Hier noch einen hinstellen.
Das passt. Sehr schön. So, dann drehen wir das Ganze mal. Bewegen uns mal ganz locker flockig nach hier. Denn da würde ich dann noch ganz gerne Haus mit hinsetzen. Und hier machen wir uns dann noch einen schönen Brunnen hin. Dann drehen wir den mal. So. Jawohl. Passt. Können wir mal ein bisschen schneller laufen lassen, dass wir da Erfolge sehen. Okay. Ja. So kann man das lassen. Zaunen. Ich bin mir nicht sicher. Lass mal jetzt erstmal ein bisschen wachsen, ein bisschen gucken. Denke ich mal, wird er schon. Dann würde ich fast sagen, bräuchten wir noch einen zweiten Milchhof. Also sprich Kuhhof. Kuhhof. Kuhstall. Kuhhof. Jo, wir machen unseren Kuhhof. Den können wir doch eigentlich damit hinsetzen, oder? Productions. Farm, Windmill, Chicken, Cow. Cowsheet. So, machen wir mal den Cowsheet hin. Und den können wir dann da hinsetzen. Gerade zum Feld. Trotzdem schief, das mag ich das. Ja. Gut. Mal hier einen richtigen landwirtschaftlichen Betrieb da hinten. Taugt. Aus. Hoffen wir mal hier noch. Ja. Buckwheat schaut ein bisschen mauer aus, aber jetzt haben wir gerade mal Juni. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt, was jetzt reinkommt. Ich bin natürlich auch froh, dass wir jetzt ein bisschen die Produktion im landwirtschaftlichen Bereich gesteigert haben. Das kommt uns, glaube ich, ganz, ganz gut zugute. Das ist okay. Hier müsste eigentlich auch alles laufen. Der produziert schön, das ist gut. No Hemp, okay. Ja, der Hemp. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, habe ich schon überlegt, ob wir nicht eine reine Hemp-Farm irgendwie noch hier irgendwie hin mit hier hin dödeln oder so. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber das schauen wir mal. Und ganz ehrlich, Hemp im Einkauf war jetzt auch nicht so teuer. Naja, mal gucken. Ja, mal gucken. So. Ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis die da oben ein bisschen gerödelt haben. Solange packe ich jetzt mal nichts anderes an. Es gibt noch eine kleine Kanalinfo. Einige oder fast alle, die jetzt meine Videos angeschaut haben, werden es schon auf irgendeine Art und Weise mitbekommen haben, dass sich beruflich bei mir ein bisschen was verändert hat, dass es ein bisschen stressiger geworden ist, dass es ein bisschen aufgabenreicher geworden ist. Und deswegen schaffe ich das auch nicht, dass ich jetzt quasi jeden Tag Folgen drehe, ne, was ja eigentlich so mein Ziel anfangs war. Und da ging es auch zeitlich eigentlich auch immer so ganz gut aus. Und deswegen muss ich jetzt leider darauf umsteigen, dass ich blockweise immer ein paar Folgen drehe und die dann jeden Tag hochlade. Genau, das pfeifen sogar die Hühner. Und deswegen kann ich auch jetzt nicht direkt immer auf eure Kommentare im Video eingehen. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Und wenn sich das bei mir dann ein bisschen eingespielt hat, dann haben wir auch wieder andere Zeiten. Ja. Oh, schaut schön aus. Ja. Sieht das nicht schön aus? Ich finde schon. Schön organisch gewachsen. Nicht linear. Was ich ja immer versucht zu vermeiden bei den ganzen Geschichten. Also ich möchte nicht irgendwie so aneinander gekettet, gereiht oder gegliedert irgendwelche Häuser stehen haben und dann kommt gegliedert irgendwelche Fabrikationen. Das ist nicht so mein Stil. Oh.
Deswegen wird aller Wahrscheinlichkeit auch manches bei mir ein bisschen anders ausschauen. Aber ja, jeder baut halt irgendwie anders. Jeder hat halt irgendwie seinen eigenen Stil, seinen eigenen Geschmack. Und dann kriegen wir dann Schein. Na? So. Weiter. Habt ihr jetzt schon was gerissen da oben? Ah. Rift. Nix. Ah, es läuft alles. Das läuft doch alles. Das ist doch alles gut. Das ist doch alles gut. Jetzt würde ich sagen, wir machen hier noch ein bisschen Fischi hin. Das ist dann auch in Ordnung. Oh, Bänke. Ganz wichtig. Ah. Ich hab fast die Bänke vergessen. Hilfe. Ja. Sehr schön. Einmal. Und dann würde ich sagen, auch hier, obwohl haben wir ja den, wo wir dann warten, was dann noch kommt. Können wir es so lassen. Würde ich sagen, der passt soweit. Also einen kleinen. Hier so hin, wenn es geht. Wenn es geht. Oh. Ja, schaut ganz gut aus. Wegziehen. Ja. Das passt. Der Hof ein bisschen abgeschlossener. So, da muss ich noch ein paar Zäune hin machen, weil ansonsten haben wir nämlich zu viel Lücke. Gut zur Lücke ist nicht. Magst du nicht snappen? Er mag snappen. So. Und so. Rüber. Brauche ich hier auch noch irgendwas? Ja. Das war klar, dass du da nicht magst. Das war mir vollkommen klar. So mal. Und da wird es, glaube ich, ein bisschen zäh. Da wird es, glaube ich, ist. Ja. Geht schon. Geht schon. So, und dann machen wir hier mal. Ob eine Bank hingesetzt? Ne, keine, ne? Dann machen wir doch mal zwei ländliche Bänkchen. So, das Ganze mal. Eine. Ja. Hüpf drücken sollen. Dann hier noch eine hin. Okay, so. 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 Hier eine schön neben dem Baum. Zack. Hier können wir eigentlich auch eine Decke hinsetzen. Ja. Dann müssen die nicht so weit laufen, ne? So. Wunderbar. Träumchen. Ein Träumchen. Ein wunderprächtig Träumchen. So. Okay. Genau. Also ich werde es auch nochmal in den anderen Videos sagen. Also so meine Programmvorstellung, nenne ich es jetzt mal, wird sein, dass ich mache ja momentan den Landwirtschaftssimulator noch. Da werden die Folgen fest samstags und sonntags kommen. Und ansonsten, wenn ich mal ein bisschen Luft habe, unter der Woche vielleicht mal eine Folge. Ostwolf, wie gewohnt, und auch Foundation alle zwei Tage im Wechsel. Damit ihr das aufrechterhalten kann, werden auch die Folgen jetzt jeweils erstmal auf 30 Minuten runter reduziert. Vielleicht mal mit ein bisschen überziehen auf 35. Ja, und dann müsste ich das eigentlich alles gewuppt kriegen, dass wir trotzdem zusammen eine schöne Zeit haben können und ich trotzdem meinen Job auf die Reihe kriege. Ja, das ist ja wichtig. Zeigt mir mein Chef auf den Kopf. So. Village House ist fertig. Könnte ja mit dem nächsten anfangen. Perfekt. Der Flug ist auch schon fertig. Der Flug der Karibik. Kommen wir hier? Ich meine, auch ein bisschen schöner. Ne? Wenn ich schon hier in der Ecke bin.
Das passt aber genau hin, ne? Muss ich ein bisschen vorsichtiger drehen. Ah, schaut gut aus. Schau hin, ne? Da, schau hin. Das ist schön. Den Baum da ist nicht so schön. Den habe ich ein bisschen doof gesetzt. Naja. Ja, sorry. Ne? Einfach des Gefechts. So, hier haben wir die Karren. Das ist auch okay. 4 Stück drin. Das läuft also. Dann harren wir den Dingen, die da noch kommen. Wir haben schon fleißig hier angebaut. Das ist auch gut. Das ist gut. Dann würde ich fast vorschlagen, machen wir hier noch so eine kleine idyllische Andachtskirche, Kapelle, Small Chapel. Wollen Sie mal ein, so, hin. So, ja. Müssen die auch zum Beten nicht so weit laufen. Schön. Und noch ein bisschen Wald. Oh, naja, naja, was heißt Wald? Machen wir lieber nicht. Wir wissen ja, wo das endet. Nein. Hinten noch. So, dann schauen wir mal, wie wir sie dann ausschauen. Dann können wir sie ein bisschen weiter dekorieren. Der Hemp ist auch, glaube ich, bald fertig, oder? Ja. Der ist bald fertig. Da hinten meckert wieder einer, dass kein Markt in der Nähe ist. Nee. Siehst du, du musst bloß hingehen. Ja, dann ist Ruhe im Karton. Dann läuft das auch. Oh. Ach nee. Oder auch nicht, ne? Ja, aber die paar Meter wirst du ja hinkriegen, ne? Geld müsste da sein. Jawohl. Wir machen einen relativ guten Verdienst. Ja, es ist so. Habe ich noch keine Zeit zum Einkaufen gehabt. Hm? Ja, da können wir nicht meckern. Jetzt schauen wir mal, wie es hier so ausschaut. Visite machen. Das läuft. Das läuft vor sich hin. Das ist schön. Hier auch. Ist fein. Ist doch wunderbar. Und hier drüben. Jawohl. Läuft alles. Das ist schön. Sehr schön. So kann es weitergehen. Ach, guck hin. 400 Heiz. Läuft also auch langsam an. Akashi, meine Lieblingsfreunde. Wie schaut's aus? Wie war der Winter? Ja. 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 Komm mal lassen. Der war gut. Der war gut. So, was wollte er denn noch alles haben? Nein. 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 Hier. Backweed, nein. Backweed, nein. Und gar nicht. So, und das brauchen wir nicht. Das glaube ich brauchen wir auch wirklich nicht. Fleur, nö. Hers, nö. Köl, nö. Freundchen, nö. Iron, wie schaut's aus? Geht leicht wieder runter. Dann gönnen wir uns mal die volle Dröhnung. Wir haben gerade ein gutes Geschäft gemacht. Metal Parts. Beim Town Storage. Wir wollen 200 für 100. Ganz gutes, ganz guter Deal. Dann machen wir das mal. Deal. So. Und hier weg. Und auch. Duck. Metal Parts. 200. Komm. 200. Temporary. So. Dann hätten wir das. Oh, wir haben schon wieder einen Toten. Schade, schade, schade. Da haben wir noch einen Toten. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen orientieren, bis gerade wird.
den so. Dann so hin. So. So, wer ist denn gestorben? Petro. Durutko. Oh. Gutes Leben gehabt. Na, also. Kannst du nicht meckern. Die Leute haben bei uns echt ein gutes Leben. Ja. Bin mal gespannt, wenn die Krankheiten kommen, ob wir dann eigentlich nur noch beschäftigt sind, irgendwelche Grabsteine aufzustellen. So, wie schaut es denn bei euch aus? Läuft, ne? Hier irgendwas oder? Bist du? Ah, Pause. Und er arbeitet. Okay. Dann ist es okay. So. Oh, da oben blüht's. Wächst und gedeiht. Ja, aber anscheinend kriegen sie es so ganz gut hin, ne? Bin immer gespannt, wie dann die Ernte läuft. Wie das dann da auch so gut hinkriegen. Da bin ich nämlich da mal gespannt. Auch die Kartoffeln sieht man nur kaum. Ah. Okay. Machen die eigentlich gerade zur Zeit? Ah ja, da habe ich auch noch ein Haus hingesetzt. Stimmt ja. Stimmt ja. Okay. Da kommt das dann hin, genau. Nächste Haus, nein, das nächste Haus ist dann das. Da würde ich allerdings gerne tauschen. Machen wir lieber so. So. Die Reihenfolge macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Und dann haben wir doch den Abschnitt hier hinten auch einigermaßen schon mal hinbekommen. Wie gesagt, wachsen können wir in die Richtung. Ginge auch. Oder aber wir schlagen uns hier eine Bresche und dann geht es da weiter. Aber das glaube ich, so hier rum ist eigentlich auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. So. Haben wir jetzt unsere Chickies. Das ist schön. Muss ich allerdings jetzt erstmal aufs Wasser warten, dass fertig ist. Ja. Dann können wir da nämlich loslegen. Jetzt hier auch nochmal Hühnchen. Kann ich doch umsiedeln, oder? Also zumindest Teile kann ich doch relocate, genau. Werden wir dann nämlich machen. Das ist schon wieder. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt habe ich die Klappe aufgerissen, ne? Jetzt habe ich die Klappe aufgerissen. Jetzt geht's los. Das große Sterben. Das große Sterben beginnt. Das passt sogar einigermaßen. So. So. Wen hat's jetzt erwischt? Araska Ischenko. 1649 bis 1730. Zumindest wären sie alt. Also das ist doch schon mal was. Gut. Gut. Wie weit ist mein Wassersteg? Fertig. Wie auf Stichwort. Fertig. Dann stellen wir hier schon mal Leute ein. Warte mal, das machen wir anders. Das machen wir anders. Ich hab's ja. Ab und zu können wir uns das. So, wir machen nämlich das hier Apply to All. Ja. Und da auch. Das ist okay. Apply to All. Wie viel Lohn habe ich den gegeben? 150 Euro. Das ist schließlich verantwortungsvoller Job. So, und dann hätte ich gesagt, packen wir uns mal ein paar Chicken. Und fünf Küken, die relocaten wir jetzt mal. War hier rein. So, dann müsste das ja funktionieren, ne? So, Wasser ist da. Dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn Futter kommt, genau. Es läuft.
Das läuft. Lass mal ein bisschen schneller laufen. So, zack. So, jetzt fehlt bloß noch Butter. Das erste ist schon gestorben, oder was? So, jetzt aber. Jetzt müsste doch eigentlich passen. Eins haben wir verloren. Ein Hühnchen haben wir verloren. Aber ja, jetzt eigentlich klappen. Die haben Buckwheat, die haben Wheat. Das ist okay. Sunflowers könnten wir doch eigentlich ja, lassen wir mal, schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Gut, ein Hühnchen haben wir bei der ganzen Reise verloren. Ja, kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. So. Jetzt aber. Los. Okay. Geldtaste, jede Menge. Alles gut. Ich habe übrigens hier nochmal einen Stand hingesetzt zur Reserve, dass die nicht so weit latschen müssen. Und hier Geld haben sie. Ja, brauchen halt bloß Zeit zum Einkaufen. Denke ich mal. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mal wieder reingeguckt habt. Und ja, wir wachsen langsam. Ja, ist unser Papagei oder Fisch oder... Oh, wie ein Spatz. Eher wie ein Spatz, ne? Ja. Hat jetzt auch hier größere Federn bekommen. Das läuft. Ne? Das läuft auf jeden Fall. Gut, Kinders, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in 2 Tagen wieder. Das bedeutet, heute ist für euch Montag, Dienstag. Heute ist Dienstag für euch. Und dann sehen wir uns am Donnerstag. Genau. Ja, ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf eine neue Folge. Habt eine gute Zeit bis dahin. Ich wünsche euch was. Und tschüss.